Während der allgemeine Auto-YouTuber heute schön im Warmen sitzt, testen wir heute 6 Grad Außentemperatur das wohl effektivste und leichteste Moped und stellen uns die Frage, wie viel Moped braucht der Mensch? Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wir testen heute das FETS. Die paar Buchstaben stehen für Fahre elektrisch durch die Zukunft. Und das werden wir heute auch einen Akku lang machen. Im Gegensatz zu allen Auto- und Motorradfahrern haben wir immer einen wohl- und besttemperierten Akku, weil der aus der Wohnung kommt. Wir laden den Akku also in der Wohnung. Man könnte es auch am Moped machen, aber in der Wohnung ist es natürlich günstiger, trockener und einfacher. Das ganze Bike, wie es jetzt hier vor mir steht, wiegt 35 Kilo. Der Akku nochmal 12, das heißt, wir kommen auf ein unfassbares, ja, da muss ich mich schon mehr verhaspeln, Gesamtgewicht von nur 47 Kilo bei einer Zuladung von bis zu 126 Kilo, wo ich gerade noch so reinpasse mit all meinem Zeug. FETS gibt eine Akkukapazität von 1900 Wattstunden an, also 1,9 Kilowattstunden. Ich habe den schon einmal komplett mal leer gefahren und konnte 1,8 reinladen. Das heißt, wir haben also um die 100 Wattstunden drin, die sozusagen nicht entleerbar sind, um den Akku tatsächlich zu schützen. Umgerechnet auf das 50,4 Volt System landen wir bei 37,7 Amperestunden und das ist schon eine ganze Menge für so eine kleine Kiste, wie ich finde. Bevor es losgehen kann, müssen wir den Akku natürlich einsetzen. Wir haben hier also ein ziemlich lustiges System. Wir haben hier also zwei Steckpunkte, zwei Steckkontakte. Das heißt, ich muss jetzt hier nichts umklemmen, anklemmen oder irgendwie sowas. Und wir haben jetzt hier nochmal so eine Sicherung. Das heißt, der Akku ist dann tatsächlich auch diebstahlsicher untergebracht. Geladen wird das Ganze an der Ladebuchse, die ihr hier drüben seht. Über so einen Rosenbergstecker heißt der, glaube ich. Magnetisch funktioniert das Ganze. Das heißt, ich stöpsel den einfach an und dann lädt er auch schon los. Ladezeiten um die 4,5 bis 5 Stunden. Ein 8 Ampere Ladegerät ist mit dabei. Wer jetzt mal Lust hat, im Kopf zu rechnen, 37,7 durch 8, der wird feststellen, dass 5 Stunden ganz gut hinkommen. So, der Akku wird eingesetzt. Es muss ein hörbarer Klack erfolgen. Und dann habt ihr das auch schon getan. Na, hier oben haben wir jetzt noch ein kleines Fach, das kann man entweder leer lassen. Das sieht ganz cool aus, ne? Gerade wenn man jetzt unterwegs ist, finde ich eine coole Optik. Ich habe jetzt hier eine kleine Tasche noch mit dabei, die etwa 23 Liter fasst, wo jetzt das Ladegerät drin ist und halt eben das ganze Kamera-Equipment, was ich sonst noch so mit habe. Das passt hier wunderbar rein. Wird denkbar einfach gesichert durch diese Spanngurte hier. Das finde ich total cool gelöst. Die gibt es auch nochmal in verschiedenen Farben, wenn man möchte. Besonders hat mir gefallen die Lederoptik oder ich glaube, das sind sogar Lederbänder. Und das in Kombination mit einem Braunsitz, das wirkt schon ziemlich Retro-Style-mäßig dann. Was mich neben dem Gewicht noch fasziniert, ist, dass wir hier so eine richtig geniale Mischung haben zwischen Motorrad, Moped und Fahrrad. Ja, wir haben tatsächlich hier wirklich sehr, sehr viele Komponenten von einem Fahrrad verbaut. Das fängt also vorne an, dass wir jetzt hier relativ normale Felgen drin haben, 26 Zoll. Wir haben Schwalbebereifung drauf, Crazy Bob nennt er sich. Auf dem Reifen stehen 2,5 bis 4 Bar Luftdruck. FETS gibt an, etwa 3 bis 4 sollen darauf. Das kann man also gut an der Tankstelle oder auch im Fahrradladen prüfen lassen. Auch wenn hier mal ein Platten ist, kann man ganz normal den Schlauch auswechseln und dann geht es weiter. Vorne wird das Ganze durch eine Manitou-Federgabel gefedert. Wir haben jetzt also hier die Möglichkeit, die Dämpfung noch einzustellen, bis hin zum Blockieren, also zum Lockout, dass die Gabel also starr ist, was in meinen Augen jetzt nicht viel Sinn macht. Wem die Gabel zu weich ist, der hat hier drüben nochmal eine Luftkartusche. Das kann man dann mit einer Dämpferpumpe oder einer Federgabelpumpe einfach härter machen, indem man halt den Luftdruck in dieser Seite erhöht und dadurch spricht die Gabel dann etwas später an. Nicht ganz gut sichtbar, die Magura MT4 Bremse vorne wie hinten, die haben eine spezielle Zulassung für Pedelecs bzw. für Mopeds, deswegen gibt es da jetzt relativ wenig Auswahl. Hinten haben wir jetzt auch ein normales Federbein aus dem Fahrradbereich, was ich auch nochmal wunderbar anpassen kann. Durch die Federvorspannung kann ich das halt nochmal härter oder weicher machen. Je nachdem, wie viel Gewicht ihr auf die Waage bringt, macht das Sinn, das nochmal so ein bisschen anzupassen. Gerade im Hinblick auf den Scheinwerfer vorne, der leider nicht in der Höhe einstellbar ist. Das heißt also, wenn ihr jetzt besonders schwer seid, so wie ich, dann kommt natürlich der Rahmen vorne hoch und die Lampe leuchtet so relativ in den Gegenverkehr. Deswegen hier ein bisschen härter machen, dann gleicht sich das ganz gut wieder aus. Wahnsinns Herzstück, der Motor, eine Eigenentwicklung aus Deutschland, in Deutschland. Die Firma FETS sitzt in Mittelbiberach, ich wusste, dass ich da ein Hassblatt drin habe, Mittelbiberach,
komisches Wort, irgendwo im Süden Deutschlands und produziert den dort, hat den dort selbst entwickelt. Ich habe jetzt mehrere Informationen von 2 bis 2,4 über 3 kW Leistung im Dauerbetrieb beziehungsweise maximal 4,8 kW im Maximalbetrieb. Keine Ahnung, ich glaube, da gab es jetzt verschiedene Entwicklungsstufen, was ich jetzt hier drin habe. Es fühlt sich halt sehr stark an. Ich vermute mal, dass das hier die 3 kW Variante ist. Ansonsten haben wir jetzt hier einen Rahmen, der jetzt im Grunde mit viel Kunststoff verdeckt, verkleidet ist. Der Rahmen ist aus Aluminium, handgeschweißt, auch in Deutschland das Ganze. Die Kunststoffteile gibt es in Schwarz und in Weiß, auch in der Nähe des Herstellers gefertigt. Das heißt, wir haben also jetzt hier ein Rad, was so ziemlich vielen großem Anteil aus Deutschland kommt. Was sich in der Qualität auf jeden Fall schon mal niederschlägt, aber auch im Preis. Wir beginnen hier mit einem Neupreis von 7.999 Euro. So, und schauen wir uns mal das Cockpit an. Im Lieferumfang ist ein linker Außenspiegel. Einen rechten zweiten könnte man im Grunde bei FETS dazu bestellen, wenn man das möchte. Wir haben jetzt hier den Festgriff, Bremshebel, hier unten einmal den Blinker nach links. Der Blinker nach rechts befindet sich auf der anderen Seite. Das ist ziemlich witzig. Wenn ich einmal kurz drauf drücke, dann blinkt er 6-mal. Wenn ich ein bisschen länger drauf halte, dann geht der Blinker im Grunde an und ich muss ihn dann irgendwann mal, wenn ich abgebogen bin, durch nochmaliges Drücken einfach ausschalten. Hupe haben wir ja auch. Ich habe mir nochmal eine Klingel angebaut. Ja, schönes Herbstwetter. Ist natürlich nicht Pflicht, aber ist ganz gut, weil man hört durch den Nabenmotor tatsächlich wirklich so gut wie nichts. Auf der rechten Seite ebenfalls ein Bremsgriff, natürlich in dem Fall für vorne, links war dann für hinten, also relativ Motorrad-Style-mäßig. Den Gasgriff auf der Seite, der Blinker und wir haben jetzt hier oben nochmal die Taste für den Modi-Wahlschalter. In der Mitte das Display und darunter das Zündschloss. Wenn ihr das Teil jetzt starten wollt, dann muss man im Grunde, wenn man den Akku jetzt nicht gerade reingesetzt hat, einmal kurz die Taste drücken, dann fährt das ganze System hoch und dann haben wir die Möglichkeit, den Zündschlüssel hier reinzustecken, das Ganze anzuschalten. Dann wird das Ganze einmal kurz durchgemessen, durchgecheckt und wir haben jetzt hier in der Anzeige verschiedene Optionen, die wir sehen. Hier drüben fangen wir an mal mit der Motortemperatur. Wir sind jetzt gerade im N. Das hängt damit zusammen, dass der Ständer unten ist. Dementsprechend kann es jetzt nicht losfahren oder irgendwie mit Gas nach vorne springen. Wir haben die Batteriestandsanzeige 100%. Wir wollen ja heute ein bisschen was runterfahren. Automatisch Licht ist mit an. Wenn ich jetzt hier durchklicke, habe ich den Trip. Ich habe die Gesamtkilometer, also mein Moped hat jetzt hier 587 Kilometer auf dem Buckel. Maximum Speed laut Anzeige 49, das sind dann wahrscheinlich GPS 45. RT, Total Time. Batteriesymbol heißt, wir haben jetzt also hier eine angegebene Reichweite von etwa 56,2 Kilometer. Der Motor hat aktuell 9,7 Grad, das entspricht auch der Außentemperatur, Durchschnittsgeschwindigkeit und den Trip setzen wir mal auf 0, weil wir wollen ja heute wissen, wie weit wir kommen. Ja, wo sind jetzt meine Handschuhe? Ja, in der Tasche, in der Tasche, in der Tasche. Wie es sich für ein richtiges Moped gehört, haben wir natürlich vorne LED-Scheinwerfer, hinten ein LED-Rücklicht, oben, das sieht total stylisch aus, finde ich, mit dem Blinker daneben und wir haben auch eine beleuchtete Kennzeichenbeleuchtung sozusagen. Also die Kennzeichenbeleuchtung beleuchtet sich dementsprechend selbst. So, wenn wir uns jetzt hier raufsetzen, dann merken wir, wir sind extremst schmal. Also wir haben jetzt hier eher gefühlt ein Fahrrad unter uns als ein Motorrad oder Moped. Normalerweise lenkt man ja mit den Beinen immer so ein bisschen, dass man so einen Impuls gibt. Das funktioniert hier nicht, weil das Gewicht einfach so niedrig ist. Insofern hat man hier ganz normal den Lenker und dann geht's los. Wenn ich jetzt den Ständer nach oben klappe, dann seht ihr, wie der Modus in den Modus 3 wechselt. Wir haben insgesamt 4 Modis. Den einen kann ich tatsächlich nur einstellen, wenn ich stehe und den Knopf länger drücke. Das ist jetzt im Grunde die Schiebehilfe. Das heißt, ich habe jetzt also hier, weiß ich nicht, einen Parkplatz hinter einem Haus irgendwo, wo ich eine Rampe hoch muss. Und dann kann ich mich daneben stellen. Ja, und dann kann ich hier Gas geben und kann, ist doch schneller als ich gedacht habe. Also irgendwie 6 km/h daneben laufen und kann das Moped dann alleine hochfahren lassen. So, wieder 3 Sekunden drücken, habe ich die Modis 2, 3 und 4. Wir fangen mal an im Modus 2. Der sollte uns jetzt bis knapp 35 km pro Stunde unterstützen.
Ja, das, was ihr gehört habt, ist einer der nicht so schönen Sachen des Mopeds. Wir haben hier die Magura MT4 Bremse und die hat leider nicht nur im Moped-Bereich, sondern auch im Fahrradbereich irgendwie ein Problem, dass die ja quietscht, Geräusche macht, gurgelt. Da haben sich die Leute also sehr, sehr viele Wörter für einfallen lassen. Das ist also irgendwie normal bei der Bremse. Das Problem ist, man kann jetzt hier nicht so wahnsinnig viel machen, weil wir einfach eine Bremse brauchen, die eine allgemeine Betriebserlaubnis hat. Das heißt also, wir brauchen jetzt hier eine zugelassene Bremse für das Moped. Insofern habe ich jetzt schon mal probiert, mit anderen Belegen das irgendwie besser hinzubekommen. Aber ja, wie ihr hört, hat das nicht viel gebracht. Muss man schauen. Also das ist leider ein Manko, was ein bisschen doof ist. Ja, wir drücken mal hier den Blinker. Also einmal gedrückt. Na, zack, geht irgendwann aus. Und wenn ich jetzt ein bisschen länger drücke, dann komme ich hier blinkend um die Kurve rum. So, jetzt muss ich wieder drücken und ihn sozusagen ausschalten. 35 km/h, ja, 33, 32, jetzt ist auch Schluss. Wir haben hier so ein kleines Powermeter, das heißt, dieser Balken geht dann nach oben, wenn ich beschleunige, oder halt auch nach oben, wenn ich rekuperiere. 35 macht jetzt Sinn, wenn ich wirklich extreme Reichweiten brauche und tatsächlich wirklich nur im Stadtbereich unterwegs bin, wo die 35 ausreichen. Ich merke jetzt schon hier, dass ich ein leichtes Hindernis bin. Selbst der Smart, der E-Smart überholt mich hier auf glatter Strecke. So, sobald ich jetzt unter 30 km/h bin oder stehe, ja, kann ich blinken, wenn ich möchte. Ich kann aber auch die Modus-Taste drücken und komme dann in den nächsten Modi. Über 30 km/h geht es leider nicht. Das macht auch irgendwie Sinn. Da muss man eben noch mal kurz anhalten oder irgendwie die Fahrt verlangsamen. Und dann sind wir jetzt im Modus 3. Der sollte uns jetzt bis 45 km/h bringen. Ich glaube, der liefert uns jetzt irgendwie knapp 70-80% von dem, was so geht. Das ist sozusagen der Eco-Modus. Das heißt also, wenn ihr jetzt hier ganz normal mit der Höchstgeschwindigkeit fahren wollt, 45 km/h, und trotzdem relativ weit kommen wollt, dann ist der Modus 3 euer Modus. Auch hier merke ich jetzt schon alleine beim Losfahren eine komplett andere Ansteuerung vom Gashebel. Wir haben jetzt also hier nicht nur gefühlt an und aus wie bei der Super Soko, sondern ich kann hier wirklich sehr, sehr fein dosieren, kann jetzt mehr geben, beschleunige dann mehr. Wenn ich dann richtig hochkommen möchte, drehe ich einfach durch. Ja. Das kann man auch anders verstehen, aber das funktioniert wirklich ziemlich gut. Das ist, glaube ich, so dass das Qualitätsmerkmal, was man bei verschiedenen günstigen Anbietern leider nicht hat. Ja, da drehe ich halt und dann passiert es halt irgendwie, aber hier habe ich also wirklich ein sehr, sehr feines Gefühl und in meinen Augen eine ziemlich gute Beschleunigung. Tatsächlich, die man jetzt vielleicht gar nicht so vermuten lassen mag. Und ihr habt es gehört, ich habe mit der Rekuperation gebremst. Das heißt, wir haben hier vorne, zeige ich euch gleich nochmal, wenn ich stehe. Wenn ich dann stehe, hier vorne seht ihr den Kabel ankommen und ich habe jetzt hier den normalen Magura Bremsgriff, der im Grunde hier nochmal getrennt ist mit einem kleinen Gelenk. Das heißt, hier habe ich jetzt also die Möglichkeit, das Bremslicht hinten anzuschalten, wenn ich jetzt wirklich nur den Bremsgriff antippe, und gleichzeitig schalte ich auch die Rekuperation mit ein. Das funktioniert tatsächlich wirklich schon, auch wenn der Akku 100% hat. Auf der anderen Seite natürlich genau das Gleiche. Das ist immer das, was ich gerne kritisiere, dass irgendwie viel Energie flöten geht, wenn diese Rekuperation nicht genutzt wird. Ne? Ich merke es bei der Super Soko, da habe ich automatisch einen höheren Bremsbelagverschleiß. Letztes Mal, als ich das Steuerlager gewechselt habe, ich gesehen, der Belag war schon fast runter, obwohl ich gerade mal, weiß nicht, 3.000, 4.000 Kilometer runter habe. Und das geht natürlich besser, wenn ich das mit in die Rekuperation nehme. So, Vollgas, also für ein Moped, Stufe 3 von der Beschleunigung her, super. Ansteuerung sehr, sehr gut und, was ich auch sehr toll finde, wir rollen extremst gut. Ja? Also ich fahre ja beim Auto meistens so, dass ich gerne segel, das heißt also, dass ich halt eben Speed gebe und dann halt eben so weit wie möglich rolle, weil das halt noch am meisten Energie spart, als wenn ich jetzt jedes Mal zurückrekuperiere. Und das funktioniert hier auch erstaunlicherweise auch sehr, sehr gut. Ich habe jetzt also hier kaum einen Widerstand. Ich werde natürlich langsamer, klar, weil ich jetzt kaum Gewicht habe hier. Aber grundsätzlich habe ich das Gefühl, das rollt im Grunde wie ein Fahrrad, wenn ich aufhöre zu treten. Dementsprechend werde ich hier relativ hohe Reichweiten schaffen, glaube ich, hoffe ich. Mal sehen. 1,7 Kilometer haben wir schon. Und er beschleunigt hier ganz entspannt auf 48. Und man sieht sofort, ne, dieses Powermeter geht sofort zurück, weil er kann ja nicht weiter beschleunigen. Das heißt, ich habe jetzt hier also wirklich nur den Verbrauch, um das Moped am Rollen zu halten. So, wenn ich jetzt den Bremsgriff antippe, dann seht ihr auch dieses Powermeter hochgehen. Da ist es, zack. Und es baut sich eine wunderbare Rekuperation auf. Ich merke so ein leichtes Vibrieren am Hinterrad.
und komme aber sehr gut zum Stehen und hole im Grunde wirklich fast die gesamte Bremsenergie zurück in den Akku, ohne dass ich die Bremse überhaupt benutzen muss. In dem Fall hätte man das ja sehr gut gehört, weil sie sehr, sehr laut quietscht. Also das ist wirklich ein Ding, das habe ich bis jetzt bei keiner anderen Maschine so wahrgenommen. Also entweder haben die wirklich ab 75% erst rekuperiert, haben gar nicht rekuperiert, haben nicht so feinfühlig rekuperiert. Also das ist wirklich, da merkt man halt eben dieses Engineering in Deutschland, das ist ziemlich geil. Oh, die Sonne kommt raus, vielleicht. Mal gucken, zumindest da hinten. Zur Einsortierung dieses Streckenprofils. Wir werden also jetzt hier knapp irgendwie ein Drittel über Land fahren. Das heißt, das ist wichtig zu wissen für diejenigen, die jetzt auch tatsächlich mal irgendwie pendeln sollten, ne, vom Randbezirk nach innen drin. Sicherlich ist es Moped definitiv für die Stadt bestimmt, aber wie zum Beispiel hier zwischen Berlin und Bernau oder so oder in den Außenbezirken, da gibt es halt auch mal Strecken, wo man einfach mal Gas gibt und nicht rekuperiert. Und zwei Drittel werden wir nachher etwa in der Stadt zurücklegen, also mit Verkehr, mit anderen, also wir fahren anderen Autos, sind der, also ihr wisst schon, was ich meine. Und da gibt es natürlich mehr Rekuperation, es gibt mehr Windschatten und wir geben nicht die ganze Zeit Power raus. Das sollte sich nachher nochmal so ein bisschen relativieren. Also ein Drittel Überland, geradeaus, Vollgas und zwei Drittel Stadtbetrieb. Von der Windmühle zur Lindenberger Mühle. Hier wurde früher, glaube ich, mal Mehl oder sowas gemacht. Geht es jetzt nach Arnsfelde, auch zu so einer Mehlmühle, glaube ich. Die sieht aber ein bisschen müdiger aus als die. Es wird Zeit für den Ergonomie- und Fahrwerkstest. Dazu baue ich mal die 360 Grad ran. Ach, Idiot, ey, ich habe das ganze Rucksack voller Glasflaschen, die ich eigentlich wegbringen wollte. Jetzt fahre ich die durch die Gegend. Ach, bescheuert. Ja, wie anfangs schon erwähnt, habt ihr am Fahrwerk mehrere Einstellmöglichkeiten. Das betrifft einmal die Federgabel, das Dämpferelement, was ihr auf euer Gewicht einstellen könnt oder lassen könnt. Und wir haben hier einen Sattel mit einer kleinen Sattelstütze. Normalerweise liegt der hier vorne an, wenn ich ihn noch tiefer setze. Also auch hier habe ich die Möglichkeit, den Sitz ein bisschen oben und unten zu verschieben. Die Fußrasten sind fest, da kann man nichts machen. Was man noch machen kann am Lenker, wir haben jetzt hier so eine kleine Kröpfung vorne. Man kann den Lenker also noch ein bisschen zu sich kippen oder ein bisschen nach vorne. Da kann man auch nochmal 4 cm sparen, wenn das jetzt ein bisschen zu weit weg oder zu dicht ist. Bevor es losgeht, solltet ihr immer den Ständer vielleicht schon mal hoch machen. Das kann ja durchaus sein, ihr setzt euch rauf, das Bike senkt sich ab und knackt den Ständer ab. Der ist jetzt hier im Grunde auch aus dem Fahrradbereich. Ist jetzt ja nicht so stabil wie vielleicht der Motorradständer. Den solltet ihr hoch machen und dann könnt ihr euch auch schon draufsetzen. Und ihr seht, ich habe das jetzt mal so für mich eingestellt. Ich müsste den Sattel eigentlich noch einen Ticken höher machen, aber ich fühle mich einfach so wohler, wenn ich so sitze. Vom Winkel her ganz angenehm. Was für einen ersten Moment ein bisschen komisch ist, dass man wirklich sehr eng die Beine zusammen hat. Ähnlich wie beim Motorrad ist es natürlich deutlich weiter auseinander. Also irgendwie hat man hier, ja, ist man auf jeden Fall deutlich windschnittiger. Der Abstand zum Lenker ist für mich genial. Ich finde das gut. Das passt sehr, sehr gut. Ich sitze jetzt nicht zu gerade. Ich sitze auch nicht zu weit nach vorne gebeugt. Also das haut auf jeden Fall alles so gut hin. Genau, also die Federung habe ich jetzt so eingestellt, dass sie jetzt schon mal so ein bisschen einsackt. Wenn ich mich raufsetze, falls doch jetzt mal ein Schlagloch kommt, was in den Boden reingeht, dann federn die Elemente in den Boden hinein. Es lässt sich auch wirklich sehr, sehr viel, das wird ganz gerne mal unterschätzt, über den Reifenluftdruck machen. Das heißt also, wenn ich jetzt hier statt 4 dann halt mit 3 Bar fahre, habe ich halt ein deutlich schöneres Ansprechverhalten von der Federung. So, und ihr seht, wir haben jetzt die Kopfsteinpflaster. Hinten würde ich sagen, federt es fast noch einen Ticken besser als vorne. Wobei das alles ja relativ ist. Also es fühlt sich sehr gut an, es steckt sehr viel weg. Und man merkt hier gar nicht, dass es sich um einen Hinterradnabenmotor handelt, weil es einfach wunderbar federt und der Motor auch nochmal sehr leicht ist. Hier nochmal ein Gullideckel. Auch hier merke ich tendenziell eher so ein bisschen was vorne, weil die Federgabel doch ziemlich straff abgestimmt ist und das Federbein hinten schön weich arbeiten kann. Also das heißt, nicht unbedingt jeder Radnabenmotor muss irgendwie schlecht gefedert sein. Eine Kleinigkeit, die mir aufgefallen ist, dass ich irgendwie schon öfter so ein bisschen weggerutscht bin von den Fußtritten. Das ist also so, dass die zwar diese Riffelung haben, aber die sind im Grunde rund geformt. Und dadurch habe ich jetzt hier nicht so eine Auflagefläche, wie ich sie mir vielleicht wünschen würde. Und gerade bei dem nassen Wetter jetzt hier sind auch noch sehr schmal. Also ich komme hier gar nicht mal mit dem ganzen Fuß rauf. Ist es so, dass ich da eventuell ziemlich leicht abrutschen kann. Der Zero Bike hat gefragt, ob das nicht auch was fürs Gelände wäre mit anderen Reifen, die man natürlich draufbauen kann. Aber ich glaube, da ist tatsächlich so, dass dann die Fußrasten echt das Hindernis dafür sind. Ja. So, freie Fahrt für freie Bürger.
mit dem Fetz E-Moped aus Mittelbiberach oder wie das auch mal heißt. Und das geht richtig ab. Das ist so geil. Alter Schalter. Also 4,8 ist für so ein kleines Teilchen schon echt eine Hausnummer. Ja? Ich bin ja mal gespannt, der Steve, wollte ich gerade sagen, nicht der Steve, sondern der Marcel von den Scooterhelden hat ja mal eine Suron mit X-Controller getestet, der irgendwie mit Kettenantrieb da irgendwie richtig Power haben soll. Jetzt Sportmodi, ganz kurz. Oh, Alter! Was ist das denn? Mein lieber Scholli, meine Fresse, was ist hier los, ey? Ich bild mir einen auch so um die 6-7 Sekunden gemessen von 0 auf 45. Mich würde echt mal so ein Battle interessieren. Ja, schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Eine Suron mit Kette gegen einen Fetz mit Motorantrieb, also Hinterradmotoren, also Nabenmotorantrieb, wollte ich sagen. So, nach 20 Kilometern Überland beenden wir jetzt das Kapitel. Ja, also bedingt geeignet. Ja, also wenn ihr da eine Strecke habt, die überschaubar ist, dann macht das durchaus irgendwie Sinn. 3-4 Kilometer, 5 Kilometer vielleicht auch noch länger, würde ich wahrscheinlich euch nicht empfehlen, Überland zu fahren, weil ihr einfach mit 45 km/h ein ziemliches Hindernis seid. Ja geil, irgendwie haben wir es heute mit Windrädern. Hier ist ein Exemplar, was wahrscheinlich ein bisschen zu klein gebaut ist. Weil wir haben relativ, ja, wir haben es relativ windig hier. Aber geiler Eigenbau, oder? Würde ich sagen. Da habt ihr den Beweis, Berlin hat uns wieder. Habt ihr das gesehen? Alter, da muss ich hin, unbedingt. Glassammelbehälter. Die sind ja geil. Da kann ich hier direkt aus dem Moped. Endlich bin ich die Scheiße los. Nein. Jetzt hätte ich fast mein Typ 200 da reingeschmissen. Ey, ich bin so fertig mit der Welt. Das ging ja gerade noch mal gut. Ansonsten hätte ich jetzt 200 Euro im Glascontainer versenkt. Ach, ist sie nicht schick. Ist sie nicht was schick. Klack. Juhu. Der Rücken ist leer. Also wir haben jetzt laut Anzeige 70%. Der Motor ist mittlerweile bei knackigen 50 Grad fast angelangt. Wobei man das hinten nicht wirklich fühlt. Durchschnitt 32 km/h. Und 37 gefahren. Das heißt also, so von der Idee her sind wir jetzt im Grunde kilometertechnisch und gefahrene Kilometer bei der Hälfte. Schauen wir nochmal in die App rein, ob da nochmal ein bisschen mehr steht. Also ich glaube, das Thema App können wir an der Stelle irgendwie abhaken. Wir sehen also jetzt die Voltage nochmal mit dazu und die Power in Watt. Aber ansonsten haben wir genau die gleiche Anzeige. Das ist ein tolles Bild, der Fernsehturm, wie er so langsam aus den Wolken rauskraucht. Optimales Wetter heute, 5 Grad gefühlt, minus 2. Ein schöner Tag für einen Reichweitentest und der Akku wird einfach nicht leerer. Ich habe keinen Bock mehr. Jetzt wollte ich mal vorführen, dass man mit der Beschleunigung ganz gut mithält. Und ihr seht es im Rückspiegel, in der Stadt ist es überhaupt gar kein Thema. Also ihr seid auf jeden Fall immer der Erste, der weg ist. So, jetzt sehen wir es nochmal hier. Also wenn der schaltet, bin ich schon weiter. Also Hammer. Oh, das gibt's ja gar nicht. Was kommt denn da raus? Oh, mir wird schlecht. Also könnten 40% sein, die noch drin sind. Wir haben jetzt die 50 Kilometer geknackt. Und wir haben noch in the Akku 22 Kilometer. Ja, also 50 Kilometer ist für mich irgendwie, keine Ahnung, so eine Grenze, die so ein E-Moped oder so ein Roller generell irgendwie schaffen muss, ne? Dass man irgendwie 20 Kilometer zur Arbeit hat hin und zurück und dass man dann safe ist. Also 50 Kilometer sind für mich das Maß der Dinge, was für mich so ein Roller schaffen muss, egal ob jetzt irgendwie Scooter, E-Moped oder was weiß ich. Und das schafft er, locker. Also hätte ich nicht gedacht mit 1,9 Kilowattstunden, unglaublich, dass wir jetzt hier noch so völlig normal unterwegs sind, schon 50 Kilometer hinter uns haben. Man merkt es im Hintern, man sieht es jetzt nicht so richtig auf der Skala. 22 Kilometer sind es noch. Da wird es jetzt natürlich dementsprechend interessant, wie die sich nachher verhalten und ob er irgendwann mal runterregelt oder so. Wird ja sicherlich irgendwann, früher oder später, passieren werden müssen, tun sollen sein. Ja, nun fahr doch. Ich muss jetzt hier noch was beim Tierarzt, wollte ich gerade sagen, beim Kinderarzt abgeben. Das finde ich sehr schön, obwohl ich es eigentlich gar nicht machen wollte. Aber mir ist so kalt, ich sehne mich nach etwas Wärme. So, also Ständer runter, dann geht das Ganze in Neutral. Was auch zu kritisieren wäre an der Stelle, jetzt ist mir auch schon aufgefallen, wir haben leider keine
Sicherungsanstalt in dem Sinne. Das heißt, wir haben jetzt also kein Lenkradschloss, wir haben keine GPS-Überwachung, wir haben keine Alarmanlage, wir haben im Grunde nur diesen Zündschlüssel, den ich zwar rausnehmen kann, aber im Grunde könnte man das Teil jetzt nehmen, wegtragen und dann ist es weg. Also wenn ihr euch für so ein Fetz entscheidet, dann besorgt euch irgendwie ein Fahrradschloss oder sowas, dass man wenigstens Hinterradrahmen und irgendwie einen Gegenstand anschließen kann, dass es dann nicht weggetragen werden kann. So. Hallo Eisbär. Uah. Ah, sehr schön. Jetzt packe ich mir noch das Maul hier. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob sich was geändert hat am Akkustand. Also auch zum Starten wieder die Taste drücken. Also die Lustbahn waren hier auf jeden Fall noch zwei Lämpchen, jetzt ist nur noch eine. Und jetzt kann man das System starten. Also der Motor hat sich jetzt von 50 auf ein bisschen über 20 Grad abgekühlt in den 10 Minuten, wo ich jetzt drinne war. Gefahren bin ich jetzt 51,2 Kilometer schon. Jetzt ist wieder 30 Grad warm, okay. Also ist alles so ein bisschen schwanky hier. So, und 22,7 Kilometer werden uns immer noch als Rest angezeigt. Mal sehen. Ich habe ja so ein bisschen das Gefühl, als wenn uns jetzt zum Schluss irgendwie das Ganze zusammenbricht. Also nicht, weil ich so fett bin, sondern weil ich nicht glauben kann, dass jetzt immer noch knapp 40% drin sein sollen. Dann weiß ich jetzt gar nicht mehr, wo ich hinfahren soll. Oh, fahre ich einfach mal wieder Richtung Fernsehturm. So, von 18 Kilometer ist er auf 14,6 gefluppt. Auf einmal blinkt hier das Symbol unter 20% und wir haben eine Batterielampe, die tatsächlich angegangen ist. Kurz vorher hatte ich auch das Gefühl, als wenn die Beschleunigung nicht mehr so stark ist wie vorher. Also da hat sich auf jeden Fall schon so ein bisschen was angekündigt. Nach oben raus beschleunigt er trotzdem noch sauber weg. Also da merke ich jetzt keine Einbuße. Ha, Batteriesymbol ist wieder weg. Wir haben wieder ein bisschen was zurückrekuperiert. 17 Kilometer. Ne, es waren tatsächlich 30%, wo er geblinkt hat. Jetzt sind wir bei 35. Also er scheint zum Schluss dann doch mit den ganzen Spannungen da nicht so richtig klar zu kommen, dass es doch am Ende jetzt doch ein bisschen schwankt. 18,3. Ich würde mich jetzt mal nicht so wahnsinnig darauf verlassen. Ich fahre jetzt noch mal ein paar Kilometer hin und zurück. Hier sind ja ansonsten überall Ladesäulen, wo ich noch mal kurz ranfahren könnte. Aber ich glaube, wir sind dann so langsam auch am Ende. Also die Blicke in der Stadt sind echt schon geil. Also man fühlt sich ja gar nicht, als dass man auf so einem kleinen Teil sitzt. Das fühlt sich halt relativ stabil an. Und ich bin jetzt tatsächlich wirklich nochmal 3-4 Kilometer gefahren. Und jetzt leuchtet das Batteriesymbol dauerhaft. Das heißt, ich werde jetzt hier noch vorfahren bis zum Brandenburger Tor. Und dann mache ich mich Richtung Steckdose, würde ich sagen. Ach, ist schon herrlich hier. Berlin ist schon eine tolle Stadt. Und vor allem riesengroß, ja. Unglaublich. Nicht mal 1,5 Kilometer vom Brandenburger Tor entfernt. Wenn ihr mal in Berlin seid, dann tut euch doch das mal an. Beziehungsweise, falls ihr euch für das Fetz interessiert, hier drüben seht ihr den Fetz Store Berlin. Ja, sehr schön. Da könnt ihr mal hineiern. Bike Store Electric Rebel. Und ja, hier seht ihr mich. Wunderschön. Also das Fetz. Und hier seht ihr das Ganze nochmal in Weiß. Ja, wenn euch das interessiert und ihr mal Lust auf eine Probefahrt habt, dann kommt doch einfach mal hierher. Fetz Store Berlin. Das macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Dann werden wir jetzt mal langsam Richtung Heimat fahren und hoffen, ich glaube, das sind so 7-8 Kilometer, dass wir mit den 11 gut hinkommen werden. Ja, Wahnsinn, 60 Kilometer. Ja, also ich würde mich so weit aufs Fenster legen und sagen, Fetz, E-Moped, ihr schafft auf jeden Fall 60 Kilometer. Ich wiege ja nackt um die 105 Kilo, habe jetzt hier noch meinen ganzen Gepäck mit mir dabei und am Anfang leider auch noch die Glasflaschen. Also wenn ihr ein bisschen kleiner seid als 1,88 und wahrscheinlich nur die Hälfte von mir wiegt, dann schafft ihr auch 70 bis 80 Kilometer. Da bin ich sehr, sehr sicher. Aber 60 Kilometer bei kalter Witterung, bei Gegenwind, bei Überland, bei fetten Fahrer seid ihr auf jeden Fall mit dabei bei den 60 Kilometern. Und es macht auch Sinn, jetzt dann gar nicht lange rumzufuchteln, sondern sich da eine Steckdose zu suchen im Büro oder zu Hause, um dann wieder aufzuladen und dann nach knapp 4,5 Stunden erneut 60 Kilometer fahren zu können. Das musste ja passieren. So, Maschine ist aus. Er hat mir noch den Error 9 angezeigt und dann ist er bei 7 Kilometer abgeschaltet. So, das ist natürlich nicht so schön. 7 Kilometer, ich glaube, das sind bloß noch 4 bis nach Hause. Ja, zeigt noch ein bisschen was an und versuchen noch ein paar Kilometer zu kommen. 4 Kilometer sagt er mir noch an. Das wird auf jeden Fall eine knappe Kiste.
Also Fehlercode 9, ich habe mal reingeschaut, steht natürlich nicht drin in der Bedienungsanleitung. Ich vermute mal einfach, dass die Spannung zu gering ist, dass der ansagt, ja, hier pass auf, Spannung zu gering, ich schalte jetzt aus. Also nach knapp 61 Kilometern ist jetzt vorbei und ich gucke mal, ob wir hier eine Ladesäule, ist doch scheiße hier, ob wir eine Ladesäule finden. 350 Meters, das werden wir doch schaffen, hinterm Park und dann rechts. Ja, es geht bergab mit uns. Ist nicht schlimm, weil ja, da unten ist irgendwo eine Ladesäule. Oh, und Scheißhaufen. Naja, wir sind im Prenzlauer Berg. Da ist er, ich sehe sie. Ah, dafür sind die Bremsen umso lauter. So, wenn ihr an solchen Stationen laden wollt, dann geht das nur über einen Typ 2 Adapter. Ne? Habe ich euch schon mal gezeigt. Wir haben jetzt hier mal so eine Typ 2 Dosen und wir haben jetzt bei den meisten Fahrzeugen tatsächlich, die so klein sind, nur die Schoko, wollte ich gerade sagen, die Möglichkeit über Schoko zu laden, also mit dem normalen Stecker. Hier haben wir mal das Ladegerät. Selbst das wird in Deutschland gefertigt, das finde ich total super. Von Herangehensweise haben wir jetzt hier den, ich glaube, das ist ein Rosenberg-Stecker, der findet sich jetzt hier im Grunde magnetisch. Das heißt, man kann ihn jetzt gar nicht verkehrt irgendwie reinstecken. Das macht auch Sinn, den zuerst in die Maschine zu stecken. In dem Fall nochmal in den Adapter rein. Zack, und jetzt haben wir das auf Schoko adaptiert. Autorisieren, Stecker mit dem Fahrzeug verbinden. Hammer. So, hier haben wir jetzt den Grund des Steckers. Wir haben jetzt also hier zwei Schalter mit dran. Normalerweise so, dass Typ 2 immer nur lädt, wenn die Säule mit dem Fahrzeug vorher kommuniziert hat. Das heißt also, das Fahrzeug gibt dann den Ladestand an, wie schnell es laden kann und dann beginnt die Ladung. Das haben wir jetzt hier natürlich bei so kleinen Fahrzeugen nicht. Dementsprechend habe ich jetzt hier unten zwei kleine Schalter dran. Einmal die sagen die dann der Säule, Fahrzeug steckt dran und mit dem anderen beginne ich dann den Ladevorgang. Hier sehen wir jetzt auch wunderschön 0,4. kW, also wir laden jetzt hier mit 400, 500 Watt in etwa. Ihr habt die Möglichkeit, das jetzt natürlich öffentlich zu laden, wenn ihr wollt. Ne, wenn das Wetter schön ist, dann macht das auch Sinn, dann geht das auch. Ihr könnt den Akku natürlich auch rausnehmen, wie ich den am Anfang auch schon draußen hatte. Was ihr auf keinen Fall machen solltet, ist irgendwie einen Wechsel. Also ihr habt ja zum Beispiel das Ladegerät dran und wollt jetzt den Akku da rausziehen. Oder ihr habt das Ladegerät dran und packt den Akku dann damit rein. Also immer der Zustand, der ist, der sollte auch bleiben. Das heißt also ausgeschaltet, in der Maschine drin ladend oder daneben liegend draußen und dann passiert da nichts. Dann kann sonst ein relativ großer Schaden entstehen. Das würde man ja bei einer normalen Maschine auch nicht machen. Also insofern überlegt euch das gut, wie ihr das Teil laden wollt und dann macht das doch. Ja, dann mache ich doch gleich mein Schlussfazit, wenn ich schon mal hier stehe und nichts zu tun habe. Also ich bin begeistert. Ich finde es unglaublich effizient, das Ganze. Ich finde es sehr gut mit der Rekuperation. Was nicht so schön ist, sind natürlich die Bremsen, dass das so höllisch quietscht. Heute gut, es ist noch ein bisschen extremer durch die Feuchtigkeit. Wir haben die Fußrasten, die relativ rutschig sind, das ist auch nicht so wahnsinnig gut. Wir haben keine Sicherung, das finde ich ein bisschen schade. Gut, zur Not könnte man es vielleicht wirklich irgendwie in den Hinterhof schieben oder in den Keller, ja, wenn man den Akku rausnimmt. Mit 35 Kilo ist das ja teilweise dann nicht schwerer als ein normales E-Bike. Ansonsten bin ich durchweg begeistert. Das Einzige, was ich so wirklich groß kritisieren würde, wäre, dass wir keinen Killswitch haben. Ich spreche immer wieder an, dass die Leute, die daneben stehen, einfach mal so am Gasgriff drehen und die Maschine einen Satz nach vorne macht. Ich hätte gehofft, dass wenn man vielleicht zum Beispiel den Bremshebel zieht, den Kontakt hier öffnet, dass er dann nicht beschleunigt. Das macht er aber. Ich kann also bremsen und trotzdem Gas geben. Das ist ein bisschen schade, also da hätte ich mir irgendwie so eine Zwischenlösung gewünscht, entweder so ein Kill-Switch-Schalter oder dass der halt eben über den Kontakt einfach sozusagen die Motorpower dann sperrt und dann nicht beschleunigt. Ansonsten sehr, sehr gute Fahrleistung. Ich finde, das ist ein ziemlich effektives, cooles Teil. Wenn ihr das auch findet, dann schreibt es mir doch in die Kommentare. Vergesst den Daumen nicht, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns hoffentlich, wenn es ein bisschen wärmer geworden ist, wieder bei dem nächsten Test, bei dem nächsten Review, bei der nächsten langen Strecke, was weiß ich. Lasst euch überraschen, ihr werdet sehen. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund. Ciao, ciao.